Hallo liebe Freunde, willkommen zurück zur 8. Ausgabe von unserem Weatherlord-Spiel. Ja, ihr seht schon, Level 8 steht heute an. Und ich würde sagen, wir legen los. Den Spuren seines glorreichen Vorfahren Maximus folgend, erreicht Victor den Fuß eines hohen Berges. Das ist die Map für heute. Wir fangen hier unten an, räumen natürlich wie immer erstmal die Straße leer. Unser Fokus wird sein, schnell ein Haus zu bauen. Wir brauchen für die Map viel Weizen, das heißt, wir werden eine Mühle hinsetzen. Hier ganz wichtig, kommt dann wieder ein Sonnenturm hin, damit wir den Magma-Golem hier oben wegbrutzeln können. Wir müssen hier die Truhe knacken, das heißt, wir brauchen Gold. Dann müssen wir, was hier in der Truhe drin ist, hier auf anwenden, dass wir hier durchkommen. Klingt einfach, ist einfach und wie das Ganze funktioniert, werde ich euch jetzt zeigen. Lasst uns anfangen. Und wir setzen das Haus hin. So, was brauchen wir hier? Passt. Die Mühle. Die dornigen Lianen wegzubekommen, wird keine leichte Aufgabe. Du musst die Pflanze zuerst vergiften und sie dann verwelken lassen. Wo finde ich das Gift, das ich benötige? Du kannst einige meiner Reserven nehmen. Wenn du keine Angst vor Feuergolems hast. Ich denke mal, das soll Hast heißen und nicht Gast. Okay, wir ignorieren mal den Fehler. Sehr schön. So, wo haben wir jetzt hier? Was brauchen wir denn? Gold. Da haben wir das, wollte schon sagen. So, wir brauchen 3 Holz. Nochmal 3 Holz. Und jede Menge Weizen. So, wir brauchen Gold für den Turm. Das heißt, wir machen mal eine große Goldration. So geht's schneller. Na komm schon. Und nochmal Gold. Dann können wir hier den Turm setzen.
Ein Holz brauchen wir noch. So, dann machen wir hier drauf. Das werden wir reparieren. Na, können wir. So, einmal das Gift mitnehmen und hier rüberbringen. So. Und das war's. Ja, jetzt wollte ich gerade nochmal den Golem hier, wie ihr seht, umnatzen. Haben wir nicht gebraucht. Das Ganze geht natürlich deutlich schneller, aber gleichzeitig euch erklären, wie wir hier vorgehen, da gehen natürlich auch nochmal ein paar Sekunden drauf. Nichtsdestotrotz haben wir hier die Goldmedaille erreicht für Level 8. Ich danke euch wie immer fürs Zuschauen, hoffe ihr schaltet beim nächsten Mal wieder mit dabei. Ihr schaltet wieder mit ein, wollte ich sagen. Alles klar, wir sehen uns, ich danke fürs Zuschauen. Ciao und Baba.